So, hallo Freunde. Nelschach gegen Gary, Magnus, Ethan. Okay. 9:15 Uhr. Das heißt ja nicht viel. Letztens habe ich da auch wieder gegen so einen 15 Uhr verloren. Dort, ne? Eieiei. Okay, wollen wir mal gucken? C5, okay. Ich versuche mal den Kolle. Mal ganz dröhig. Kolle-System. Oh, mal gucken, was passiert. Jetzt C6. So, spiele ich jetzt mit D3, dieses Koltanowski, oder spiele ich am Ende mit C3? Ne, Moment, B3 ist Zuckertort, ne? Genau, und C3 ist Koltanowski. Okay. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ja, komm, nehmen wir C3. Vielleicht kann ich den jetzt wirklich rausnehmen und schon mit B4 was drohen. So. Ja, und jetzt quasi noch die Puppen raus, ne? Rochade. Und dann irgendwann mit Turm E1 irgendwann diesen Durchbruch E4 anstreben. Meistens mit dem Zwischentausch vorher, je nachdem wie es steht. Wenn er schlägt, schlage ich fast immer mit dem E-Bauern zurück, weil mein Turm ja hier auf der E-Linie dann noch mehr Einfluss auf das Feld E5 bekommt. Ja, und den Rest muss ich improvisieren. Weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist recht leicht zu spielen. C4 ist, ja. Dann habe ich diesen Durchbruch mit dem E4 gleich. Dann wird er noch stärker, theoretisch. So, wenn ich jetzt den spiele, kann er dann vielleicht F5 spielen? Vielleicht sollte ich jetzt hier schon E4 spielen, damit das gar nicht erstmal zur Diskussion steht. Ja, direkt einen Gegenschlag im Zentrum machen. Ich würde natürlich am liebsten mit dem Springer schon hier wieder nehmen, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne? Könnte ich ihm natürlich die Bauernstellung hier ruinieren? Aber das brauche ich noch nicht. Ja, aber vielleicht geht E6, E5 irgendwann. Ne? So, mal schnell auch hier ein Turm E1 spielen. Ah, wollte gerade sagen, mit E5 nicht geht. Und schon kommt er. Ja, das Rausschlagen ist, glaube ich, alternativlos. Jetzt die Gabel, die Fesselung hier. Wird er mit dem Springer den Springer decken, wie auch immer. Hier auf G4 vertreibe ich den. Dame C7. Okay. Also, wenn mir gar nichts anderes einfällt, würde ich Springer schlägt E5, Läufer schlägt E5, Läufer F4. Nee. Oder F4. Einfach F4 spielen. Ne? Und dann hier einfach Figur. So, Figur haben wir schon mal mehr.
Können wir hier noch mehr machen? Läufer F4 ist vielleicht immer Springer E4 ein Problem, ne? Ja. Komm, keep it simple. Zack. Und jetzt F4 einfach den Läufer abholen, ne? Schach, Springer G4, dann habe ich den gar nicht. Oh, jetzt muss ich nochmal eben aufpassen. F4, Schach. Ah, dann kann ich aber Läufer E3 spielen. Ah, Läufer E3, gut. Tempo auf die Dame, ja, dann hole ich mir den. Weil wenn ich hier zur Seite ginge, wäre zumindest der hier noch möglich, weil der den E5 deckt und gleichzeitig hier vielleicht was droht, ne? Aber ich glaube so. So sollte es gehen. Digga, der hätte ja auch den spielen können. Dann hätte ich auf Läufer E3 hätte hier schlagen können. Das habe ich ja überhaupt nicht berechnet. Eieiei. Na gut, gucken wir mal. Ja, komm, nehme die Figur mit. Alles gut, brauchen wir nicht groß rechnen, ne? Figur ist Figur. Muss auch die Dame tauschen, wollte ich sagen, weil sonst seine Dame hängt. Ja, alles klar. Da gehen wir mal in die Analyse. Das war ja wieder kurz und schmerzlos heute. Sehr gut. Also, zack, zack. Kolle, sehr gut. Ja. Wenn Schwarz hier den Läufer rausspielt, kann man überlegen, ob man den hier nimmt, weil man durch dieses C3 jetzt schon dieses B4 vorbereitet hat, dass man den einfach deckt. Ja. Natürlich kriegt er hier auch das Zentrum, ist nicht ganz einfach, ihr seht es. Ist jetzt nicht so der entscheidende große Vorteil, aber ist nur auch eine interessante Variante. Und deswegen deckt Schwarz hier im Regelfall diesen Bauern, sperrt damit aber natürlich diesen Läufer auch ein. Ja, und jetzt ja, die normalen Züge, das wäre der normale Plan. C4 ist einfach grundsätzlich nicht gut. Gibt es ja hier den Druck auf das Zentrum auf. Ja. Die C-Linie geht nicht mehr auf. Man ist sehr, sehr unflexibel. Und ich habe diesen Hebel. Das heißt, wenn, dann müsste Schwarz jetzt hier versuchen, den zu spielen, um E4 zu verhindern. Das heißt, ich muss jetzt mir irgendwie was einfallen lassen. Ich könnte hier hebeln mit B3. Vielleicht irgendwann mal den Springer wegziehen, wohin auch immer, ja, und dann F3, E4 vielleicht überlegen. Aber da sind ganz andere Stellungen. Ihr seht, dann wird es etwas verrammelter, dann muss man etwas gucken. Ja. Und nach Läufer D6, ja, E4 sofort, damit das einfach gar nicht mehr geht. Dieses Rausnehmen ist sicherlich auch grenzwertig. Jetzt hat er hier so einen schwachen Bauern, ne? Der ja hier alleine schon durch tempomäßig durch den Springer schon angegriffen ist und so weiter. F5, ja, ist natürlich hardcore. Ne? Geht zurück. Ja, F6, Rochade. Ja, und er sollte jetzt hier auch rochieren, König in Sicherheit bringen und dann. Ja, muss ich mal gucken, ob ich Dame E2, Turm E1 irgendwie diesen Punkt hier kontrolliert kriege. Damit sein Durchmarsch, sein Durchbruch hier nicht so richtig geht. Ne? Und dann habe ich sicherlich auch noch Zeit für andere Züge, wie Springer D2 hierhin und so was. Ja. Und dann bleibt er auf dem hier sitzen. Ja, ein leichter Vorteil, 0,5, ja, ja. Noch nichts Entscheidendes, aber schon mal angenehm zu spielen für mich. Ist E5, ja, schlage ich. Jetzt habe ich hier diese Gabel.
weil er schlagen muss. Diese Fesselung ist natürlich sofort tödlich. Das lernen wir schon im frühesten Kindergarten, ja, dass erst der König hier aus der Mitte raus muss, bevor wir hier die Mitte öffnen, um eben solche Sachen zu vermeiden. Läufer hier. Ich dachte, dann würde der vielleicht noch gehen. Gut. Nee, geht auch nicht so richtig wirklich, ne? Nein, ist hier gleich auch irgendwas weg. Aber ich wollte noch eine Variante gucken. Genau, zack, zack. Und wenn ich jetzt F4 spiele, wenn er jetzt Dame B6 Schach gibt. Also erstmal, wenn ich hier in die Ecke gehe, muss ich mir schon was einfallen lassen. Ja? Geht noch Dame D4, der hier ist gefesselt. Und auf der Schach greift der Springer nichts an. Ich gehe also einfach hier hin. Aber ist natürlich schon ungewohnt, ne? Ungewöhnlich, muss man schon gut hingucken. Und wenn ich Läufer hierhin spiele, er schlägt, ich schlag da, er schlägt hier, ich schlag da. Jetzt drohen hier auch noch Abzugsschachs in allen Formen und Farben, ne? Geht auch nicht so richtig. Und wenn er den Springer wegzieht, ja, ich meine, ich kann natürlich einfach spielen, ne? Die Figur in den Turm retten. Und dann habe ich eine Figur mehr plus den König in der Mitte. Plus Tempi irgendwie. Ja, geht also auch nicht. Ja, das wollte ich mir noch mal einmal angucken. Das ist Dame C5, ja. Dann ist die Figur einfach weg und hier noch die Dame. Ja, ja, Aufgabe. Alles klar, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.